So manche Szenen von uns machen wir auch noch ein paar Kopfzerbrechen, dann müssen wir nochmal statisch rangehen ein bisschen. Ja, wie schießen wir dich in das Kostüm rein, sag ich nur. So. Es ist schon wieder ganz schön lange her, als wir hier ein Video gemacht haben und wo wir so eine verrückte Idee im Kopf hatten mit ganz vielen anderen noch dabei, wo wir dachten mal so, ja, lass uns doch mal jetzt nicht so Cats und Phantom-Oper an so einem Abend machen, sondern richtig viel Bums, neue Shows und so. Und dann dachten wir so insgeheim, okay, das ist vielleicht eine schöne Sache, wenn wir dann allein auf der Bühne stehen und kein Schwein hat da Lust hinzugehen. Und es ist doch ein bisschen anders gekommen. Wir freuen uns jetzt unglaublich, dass schon so viele da sitzen. Wir freuen, also Michelle hat ein bisschen Lampenfieber schon. Ich habe ein bisschen Lampenfieber, ja. Es geht um Musical Revolution, das größte Musical-Event Deutschlands. Wir können es noch. Natürlich können wir es noch. So, am 17. November in der Jahrhunderthalle Frankfurt, ein Abend mit ganz vielen neuen Musicals. Hamilton, Dear Evan Hansen, Waitress, Once Come From Away. Das heißt nicht Evan, sondern Evan. Entschuldigung, Dear Evan Hansen. Dear Evan. Ja. Entschuldigung, das lerne ich noch. Ich muss ja moderieren an dem Abend. Hoho. So, und wer hat sich das überhaupt überlegt, dass wir da moderieren? Michelle moderiert nicht nur. Na, jetzt, wir wollen nicht zu viel verraten. So, wir wollen euch aber ein paar Sachen verraten. Also, jetzt haben wir Menschen abgeschreckt, tut mir leid. Ja, wir wollen ein paar Sachen verraten. Also, die Cast steht. Ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen, die ganze Liste. Moment. Also, Lisa Anthony, Sabrina Weckerlin, Judith Kaspari, Sidonie Smith. Welche Frau haben wir denn noch? Was hast du denn? Abla Alawi? Ah. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hänger. So, Matthias Edenborn, Raffi Groß, Philipp Büttner, Andreas Bongard und Gino Emnes. Mein Gott, bis zum 17. sitzt das, sage ich euch. Eigentlich haben wir mal gedacht, wie viele wollen wir denn da nehmen? Och, so vier werden das bestimmt alle singen können. Und irgendwie war es dann lustiger, wenn ein paar mehr gekommen sind. Ja. Und wir haben auch mitbekommen, euch freut es auch. Ja, es ist, ich habe ab und zu kann ich abends nicht einschlafen, wenn ich denke, ach du meine Güte, was kommt am 17. November? Doch, echt jetzt, ich habe echt Lampenfieber vor diesem Abend. Aber ich glaube, es wird eine richtig geile Sache. So, soll ich den Bauch streichen? Ja, pass auf, ich habe die Erlaubnis bekommen, ein paar Sachen zu verraten. Ja. Also erstens mal, das ist jetzt für alle, die an diesem Abend dabei sein werden. Nein, ich werde das schön verraten und werde verraten. Weiß ich das alles schon? Weiß ich noch nicht. Also pass auf, es gibt unter anderem jetzt für alle, die dabei sein werden. Also, es gibt unter anderem eine Special-Version zu You Will Be Found aus Dear Evan Hansen. Dürfen wir nicht so viel verraten? Aber, sagen wir mal so, es wird nicht nur ein Polohemd auf der Bühne sein. So, dann von den großen Musicals wissen wir ja schon, was kommt. Also Hamilton, Dear Evan Hansen. Es werden aber auch so Musicals dabei sein wie American Psycho, Murder Ballad und Fun Home. Ja. Was gibt's denn so von Fun Home so? Da, so nette Lieder, ja, die so eine große Handlungsänderung herbeiführen. Ich habe das Stück nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was da kommt. So, dann freue ich mich persönlich jetzt schon auf ein wunderschönes Duett. Und zwar freue ich mich deshalb, also stellt euch vor, zwei Menschen, die seit einem Jahr zusammen auf der Bühne stehen und eigentlich nie wirklich so ein Liebesduett auf der Bühne haben, weil sie eigentlich Kontrahenten sind, singen dieses Mal am 17. November in der Jahrhunderthalle Frankfurt bei Musical Revolution endlich ein Duett zusammen. Und zwar Judith Kaspari und Matthias Edenborn singen Falling Slowly aus Once. Das ist ein sehr, sehr schönes. So, außerdem wird es erste Ausschnitte aus dem Musical Memphis geben, was ja dann nächstes Jahr ab dem 24. April auf Tour geht. Und vor allem das erste Mal nicht auf Englisch. No, they've translated it? Ja, das erste Mal World Premiere in George. Muss ich George übersetzen sie wohl Memphis. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, und es gibt... Memphis wird zu Köln übrigens. Ja, es heißt jetzt einfach Köln-Hürth, damit das vom Duktus her passt. Und, Freunde der Nacht, wir haben schon mal Nebelfluid bestellt. Ne? Das ist ja klar. Also und nicht nur das, wir tüffeln gerade echt mit sehr, sehr viel im Hintergrund. Du bist der Tüftler. An einer Show, die jetzt... Also, normalerweise... Weißt du, wenn ihr diese Musical-Galen so von manchen kennt. Oh, lass mich raten, diese Moving Heads, die dann immer nur so machen. Ja, und dann, oder so zwei Vorhänge hinten, wo es ein bisschen bunt ist. Und meistens noch, oh, wie wir es öfter schon mal hatten, so eine Windows-Bildschirmschoner-Präsentation. Das sah immer so ein bisschen aus wie so eine PowerPoint-Präsentation. Ich kann nur sagen, es wird knallen auf jeden Fall. Da ist. Aha. Da ist einiges. Was hatten unsere Special Effects Crew da ausgetüftelt?
Ja, ich will jetzt noch nicht so viel sagen. Oder wollen wir nicht so viel sagen? Aber auf jeden Fall, es wird, ich glaube, das Konstrukt ist ein Konzert, aber außenrum ist es komplett anders, als man so alles bisher so in Deutschland gesehen hat. Ich werde noch mehr schlaflose Nächte haben, ja, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe also so manches Sehen von uns, machen wir auch noch ein paar Kopfzerbrechen, dann müssen wir noch mal statisch rangehen ein bisschen. Ja, wie schießen wir dich in das Kostüm rein, sage ich nur. So, nein, ja. Also wir freuen uns wahnsinnig und wir freuen uns auch, dass ihr euch freut, weil, weißt du, wenn wir das machen, das ist ja aber keine Sache für uns. Wir haben gedacht, es muss ja ganz vielen Menschen Spaß machen. Wir stehen jetzt da bloß und moderieren das Ganze. Weißt du, was ich schade finde an diesem Abend? Dass wir nur an der Seitenbühne stehen. Weißt du, was wir machen? Ich meine, wir sind ja ziemlich frei in der Moderation. Wir setzen uns irgendwann, und zwar wenn Falling Slowly kommt once, das ist Akt 2, das weiß ich, ja, dann setzen wir uns einfach ins Publikum in diesen Mittelgang, wo wir keinen stören, und gucken uns einfach mal diese Show an, weil wir sehen nichts. Wir sehen hinter der Bühne, sehen wir das Ganze nicht. Und jetzt an dieser Stelle können wir fragen, zu wem dürfen wir uns setzen? Wer rutscht ein bisschen zur Seite und lässt uns sitzen. Also, ich brauche nicht so viel Platz. Ich habe gesagt, ich setze mich in den Mittelgang, du blöde Kuh. Ich setze mich zu jemandem hin. Also, ja, mach doch. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch alle da sehen. Wir wissen schon extrem viele, dass sie schon da sind. Ja. Es gibt noch ein paar Karten. Also, wenn ihr jetzt den Anspruch habt, vorne zu sitzen, ist es vielleicht jetzt ein bisschen schwierig an dem Punkt. Es gibt aber noch ein paar Karten, die sind vielleicht ein bisschen weiter hin, aber wir können schon versprechen, dass man es trotzdem weiterhin sieht. Und ja, wir haben extra die Bühnen, das Bühnenbild ist auch so ausgerichtet, dass ihr von überall gut seht. Für mich ist bloß das Problem, ich habe nicht das Problem mit dem Lampenfieber, ich habe eher das Problem, dass ich schon viele Lieder kenne, noch ein paar mehr, als wir jetzt gerade gesagt haben. Oh ja. Und ich hab das Problem, dass für mich viele dieser Lieder wahnsinnig emotionale Lieder sind. Und ich weiß, dass sie das alles fantastisch singen können. Ich weiß, wer was singt. Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, wenn ich ein bisschen weine zwischendurch, aber dann moderiere ich das Ding einfach. Ja, macht das mal mit deinem Lampenfieber. So, wenn ihr noch Fragen habt, wir beantworten alles was wir schon wissen, Kommentaren. Also was wir dürfen, beantworten wir unten. Wir verlinken ja unten in diesem Kommentar-Dingens bei uns nochmal, wie ein Ticket kommt, ja, und so weiter. Aber auch Werbung, das muss ich dazu sagen wahrscheinlich. Nein, also ihr wisst ja, das Zeug kommt von uns und deswegen wir machen da ein bisschen Promo, weil das ist einfach so geil. Das muss man mal sehen. So. Und vor allem, geht es auf Instagram, Facebook? Sind wir noch auf Facebook? Das gibt es noch. Natürlich sind, ja, deswegen fragt uns auch da. Es gibt auch Musical Revolution auf Instagram und Facebook. Bist du da auch vertreten? Ich hab auch ein Profil auf Instagram und Facebook, ja. Aber das spielt keine Rolle. Das will so auch keiner wissen. Nee, so. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen, wir freuen uns auf alle Solisten, wir freuen uns auf dieses fantastische Ensemble, was jetzt schon beim Proben ist. Wir freuen uns auf die großartige Band, auf das Orchester. Ich sag nur, Comet, you'll be found.